Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 4 und ja, ich mache immer mit WASD am Anfang, weil ich die Kamera bewegen will und deswegen mache ich immer hier Menü. Weil ich WASD kannst du das Menü bewegen und ja, das mache ich immer aus Versehen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir waren gerade dabei. Also wir haben einen Turm gebaut, also eine Burg gebaut. Wunderschön. Und jetzt wollen wir gerade nochmal hier, haben Forsthaus haben wir schon gebaut, Holzfällerhütte. Und da kommt nochmal ein Sägewerk, damit wir noch mehr Holz produzieren, weil Stein haben wir zu genügend, aber Holz fehlt ziemlich viel. Kohle, wie schaut es jetzt eigentlich mit dem Brot aus? Hält sich sehr in Grenzen, oder? Wasser hat der? Einmal. Leider. Überlegt noch eine Getreidefarm einfach hinzubauen, weil das schon irgendwie lange dauert. Was ich jetzt, glaube ich, auch machen werde. Noch zusätzlich. Der dann hier sein Getreide anpflanzt. So. Genau. Wir produzieren... Oh, da kommt noch ein Goldner. Sehr schön. So, ihr könnt da mal alle hier hochstolzieren. So, schauen wir mal, wie es da... Ich bin gleich auf wieder blaue und der hat natürlich 50 Soldaten mehr wie ich. Oh, Wasser. Ich sehe gerade beim Wasser da unten. Ja, genau. Das dachte ich mir. Also Wasser haben wir zu genügend. Und da geht's richtig runter. Ich überlege da echt. Es war eigentlich mal für Essen gedacht, aber irgendwie... Das ist für Holz gedacht gewesen. Können wir nochmal Holz und Stein draus machen. Dann machen wir da auch Holz und Stein nochmal draus. Beides. Und dort... Weil wenn ich da Wasser mache, das ist Blödsinn. Das ist jetzt nur für Gold und Eisen gewesen. Aber da passt ja keine Kohle mehr drauf. Deswegen klatsche ich da, glaube ich, noch ein bisschen von der Kohle drauf. Oder da, weil wir das sowieso nie brauchen. Egal. Schauen wir mal. Also jetzt mag ich wirklich mal ein paar Soldaten herstellen zum Kämpfen. Wenn ich wüsste, wo der Blaue ist, den darf ich sofort angreifen. Aber im Grünen bin ich mir noch so unsicher. Weil er einfach auch stetig wächst. Das ist mir noch sehr suspekt. Ja, aber ich dachte dann da direkt weitermachen. Nach oben. Schauen wir mal. Da eigentlich auch. So. Genau. Zack. Also ich breite mich schon krass aus. Der bringt ordentlich Kohle. Der bringt keine Kohle mehr. Ist da irgendwie ausgeschöpft oder sowas? Ist das... Ich glaube, das heißt, dass es fast... Dass es ausgeschöpft ist, ja. Kann das echt ausgeschöpft werden? Deswegen bringt der auch nichts mehr. Der bringt schon noch genug. Und die beiden bringen auch noch gut was. Aber das ist schon hart. Deswegen bringen die nichts mehr. Da muss ich da glatt noch eine Kohlenmine hinbauen. Ich dachte, das liegt eher an dem Essen, aber anscheinend doch nicht. Produziert er noch schon Waffen? Was ist das? Warum ist da rot? Ist das denn überall rot? Nee. Waffenschmiede. Waffenschmiede. Hä? Ich habe zwei Waffenschmieden? Krass. Wie schaut es da aus? Oh, nice. Da könnte ich ja doch nochmal 5 machen. Ganz starke und viel Kleinkram. So als Opfer. Wo ist die Menge?
dass der Gegner vor mir mit den Knie schlittert. Der kann ja gar nicht so groß sein, oder? Wo will der? Der müsste sich ja da hocharbeiten. Und hier ist ja aber der andere. Eigentlich müsste ich den anderen langsam mal begegnen. Aber ich hatte noch ein Getreide, wo ich dann hoffentlich mehr Brot produziere. Und hier mehr Holz, wenn es so langsam vorangeht. Ich überlege echt noch eine Kaserne oder sowas. Oder noch eine Schmelze. Ich bräuchte eigentlich viel, viel, viel mehr Kohle. Wenn ich Kohle hätte, dann hatte ich noch eine Schmelze hinklatschen. Weil wenn ich jetzt eine Schmelze hinhau, bringt mir das einfach wenig. Weil ich glaube, die könnten sowieso nicht, weil die sich um die Kohle streiten hatten. Mana habe ich wie viel? 113. Ach, oh, doch, da kommt noch was. Da schau einer an. Langsam aber. Steinmine, Stein. Aber mir gehen wieder die Leute aus. Was ist damit mein Wohnhaus, was ich mal irgendwo hingebaut habe? Habe ich überhaupt ein Wohnhaus hingebaut? Ach nee. Ist das? Ah nee, ist noch nicht fertig. Oh Gott sei Dank. Ja, hier rein. Halt. Ach, eine Sense. Ich habe keine Sense mehr. Jetzt muss ich eine Werkzeugschmiede bauen. Jetzt ist es soweit. Aber ich habe mich lang gehalten ohne Werkzeugschmiede. Waffenschmiede meine ich. Werkzeugschmiede. Genau, Werkzeugschmiede. Genau. Dann haue ich das dahin. So, noch ein Starker. Das ist der Hammer. Wie viele Starker habe ich denn jetzt? Kriege ich da eigentlich überhaupt alle rein? Nee, sogar nicht. 18. Und wenn ich so mache? 17. Da auch noch um 11. Schade, dass ich nicht alle reinkriege. Das ist schon fast traurig eigentlich. Da verliert man doch immer wieder die Hälfte. Oh, nice. Jetzt haben wir den kleinen Turm. Ich überlege echt, ob ich das einfach nur zu vergrößern mache, damit ich mehr Blick habe, falls sie angreifen. Oder einen Aussichtsturm einfach mal in jeder Richtung. Hier vielleicht einen schönen Aussichtsturm. Damit ich sehe, falls die kommen. Ich probiere es mal. Schauen wir mal. 15 Minuten nicht gespeichert. Spiel gespeichert. Okay, danke dir. Mal gucken. Aber Leute habe ich wieder. Das ist gut. Wieder 29 plus. Das muss, achso, es geht gerade hoch. Gut. Soldaten werden mehr. Was sagt die Statistik? Oh, das ist ein richtiger Battle zwischen uns zwei. Aber wir beide holen den auf, ne? Alle beide. Hier. Eine Linie. Das ist schon hart. Dann mache ich nochmal mehr. Was soll's. Mache ich mal 100. Fast 100. Wie viel von den Rüstungen habe ich jetzt eigentlich noch? 4, oder? 4 von den goldenen Rüstungen. Dann machen wir da nochmal so. Eins weniger. Genau. Aber die Stärke sieht man da nicht, oder? Wirklich nur die Menge. Die Menge. Ja, ich weiß, fehlt das passende Werkzeug. Ich bin ja schon dabei, das so eine hier zu bauen. Das wird interessant. Wie weit? Ob so ein Aussichtsturm wirklich mehr bringt, als wie so ein Turm. Weil sonst wäre es ja eigentlich Blödsinn. Ich überlege echt. Nee, ich mache das eigentlich nur so, damit ich vielleicht Kleinigkeiten bauen kann. Ja, Forsthaus, was ist denn jetzt? Du brauchst ganz schön lang. Und hier wäre wieder ein Fluss. Und hier ein Steinmetz. Stimmt, was eigentlich mit dem Steinmetz hier? Der hat doch nichts mehr, oder? Ah, keine Krieger.
Eins. Zwei. Drei. Wieder nur Level 1er. Ich mag eher meine Soldaten nicht verschwenden. So, brauche ich alles. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Schauen wir mal, was da ankommt. Dann, ey, was ist mit denen los, ey? Kann ich eigentlich mal so 4 oder so, oder 3, 4. Genau, 4 schicke ich da auch mal rüber. Na übel. Können mir im Kampf helfen. So viele Leute. Oh, Fleisch haben sie mal gelagert. Ist immer was ganz Neues. Aber Kohle wird trotzdem nicht mehr, ne? Kohle, selbst wenn ich sag, da hinlegen, hält sich stark in Grenzen. Wie schaut's jetzt mit meiner... Ah ja. Eine Sense, bitte. Habe ich noch eine... Brauche ich auch noch mal... Eine Angel habe ich noch, Spitzhacken habe... Achso, nee, die brauche ich eigentlich nicht. Bullshit, davon habe ich genug. Machen wir mal zwei... Nein. Machen wir mal zwei Sensen. Haben wir Spitzhacken haben wir noch, Äxte haben wir noch, Hämmer haben wir noch, Schaufeln fehlen mir. Da könnte ich noch zwei machen. So. Bringt nicht das ganze Eisen darüber. Das ist Blödsinn. Die brauchen viel mehr das Eisen. Wie schaut's mit meinen Soldaten aus? Alles klar. Wieder ein paar gute dabei. 4 so gute Soldaten. Wie schaut's mit dem Aussichtsturm aus? Aha. Naja, es hält sich in Grenzen. Ich habe eher gehofft, dass es in die Richtung geht. Bringt jetzt nicht so viel. Boah, hier könnte ich verbinden. Das wäre der Hammer. Boah, das mache ich. Aber wieder mit einem großen Turm da hinten. Oh ja, da perfekt. So, weil das ein Zwischending ist, deswegen da ein richtig schöner, dicker Oschi. Also ich glaube, langsam brauche ich sogar mehr Träger. Machen wir mal 5 Träger mehr. Ich mache immer schon den Big, weil die Kleinen, die sind so sinnlos. Brauchst du einfach nicht. Einfach nur Verschwendung. Ich sehe gerne meine Armee. Oh, passt gar nicht rein. Oh. Ich weiß nicht, ob ich mich an ihn rantrauen soll. Hier sind gelbe Punkte. Ah, jetzt sind sie weg. Vielleicht ist hier die Linie vom Gegner. Ich wüsste auch nicht, wo der sein sollte, ne? Also ich habe mich echt ausgebreitet. Ob ich es nutze oder nicht, ne? Das steht auf dem anderen Blatt geschrieben. So langsam könnte ich immer mehr Bogen machen. Also davon weniger, aber davon immer noch mehr. So. Und davon aber machen wir mal 20 nochmal. Oh, noch ein. Oh, zwei goldene noch. Ich glaube, das war's jetzt. Ein goldener kommt. Hey, wieso habe ich zwei? Hä, ich habe doch es angepasst an die Rüstung, oder? What? Wieso die Kohle nicht kommt? Ich verstehe das nicht. Schon 2 Kohleminen mehr gebaut. Ich verprassel da so viel Kohle.
Hier war aber doch haufenweise Kohle, oder? Ich glaube, dahinter baue ich mich jetzt auch nochmal. So großes passt da nicht rein, obwohl doch. Und das kleine, passt der dahin? Ja, eher nicht. Ja, da passt ein kleines rein, das reicht dann. Ich überlege echt nochmal hier ein Kohle-Ding hinzuklatschen. Weil das bringt ja wirklich fast gar nichts mehr. Mal hier ein bisschen Kohle, das weiß ich gar nicht. Na, bleib mal da hinten und such mal da. Ob da noch ein bisschen Kohle ist. Aha, ja, ja, der hier. Das glaube ich, dann machst du jetzt hier. Den Rest und dann reiße ich dich ab. Wie viel Stein haben wir denn noch? Ja, Stein haben wir noch so viel. Und Holz kommt jetzt auch wieder dazu. Also da kann ich ruhig... Ich habe sogar überlegt, vielleicht mal irgendwo anders noch ein Lager zu machen, damit die nicht immer bis da runterrennen müssen. Habe ich echt überlegt, ob ich da oben vielleicht noch so ein kleines... Das mache ich jetzt auch. Was wäre eigentlich mit... Ein Lazarett. Ja, das kann ich bauen, wenn ich im anderen Krieg hier Verletzte habe. Prinzipiell habe ich alles einmal gebaut, bis auf die zwei. Hier baut der Wagenbauer alle Arten von Fahrzeugen für ihre Siedlung. Ein Wagenbauer benötigt einen Hammer. Vielleicht kann ich... Ich baue es einfach mal. Was soll der Geiz? Einfach wissen, was der bauen kann. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich ja fette Kriegsmaschinen bauen. Was ist das? Dies ist eine Munitionsmanufaktur. Hier wird Munition für die Waffen ihrer Siedlung hergestellt. Munition für die Waffen. Ich weiß es nicht. Soll ich? Und vielleicht Schwefel und so? Nee, noch nicht. Was ist denn... Klebert Kohle von... Dies ist ein Markt. Der Marktplatz dient zum Startpunkt ihrer Transportkarawanen. Aha. Eselszucht. Noch mehr Getreide. Nee, danke. Das wäre auch mal interessant. Das habe ich schon gebaut. Was ist das? Alle Arten von Schiffe bauen. Ein Schiffsbau benötigt einen Hammer. Das ist halt die Frage, braucht man sowas? Ah, okay. Kampfmoral der Truppen. Wie viel braucht es? Da, hier gleich so. Bäm. Gold? Was? Boah, eins. Aber wirklich nur eins. Das ist dann wirklich das... Nee, mehr geht nicht. Die brauchen die alle Gold? Nee, oder? Ich stehe ja gar nicht da, was ich da benötige. Doch, da unten. Eins. Oh, jetzt habe ich natürlich das Teuerste auch noch genommen. Ne, das ist teuer. Oh, das ist immer übel. Das braucht ein... Das wäre schön gewesen. Das braucht nur ein Gold. Ob das wirklich Auswirkungen hat, das wäre mal interessant. Ich überlege echt, hier vielleicht noch ein Lager hinzuklappen. Ach, hier geht kein Lager hin. Ah, Mann. Da ist noch Kohle. So.
Damit hat er jetzt einmal Gold. Oh ja, der hat dreimal Gold bekommen. Okay, das ging schnell. Da, hier. Ach so, ich habe keine Rüstung mehr. Ganz viel Kleinmist. Das geht natürlich jetzt voran wie Schmidts Katze. Dann, nochmal 5 von denen, 5 von denen. Der soll nochmal ein paar Rüstungen machen. 5 Stück. Oder 10 Stück. Machen wir 10. Genau. So. Und dann kann der... Der hat keine Bögen und keine... 8-mal Gold hat der, aber sonst nichts. Das ist echt hart. Aber Eisen habe ich auch keinen mehr, ne? Weil ich einfach keine Kohle krieg. Obwohl ich echt... Wo bringen sie die Kohle hin? Frage ich mich. Hey, warum ist da ein Goldner? Was soll denn das? Der gehört hierher. Was habe ich denn jetzt besetzt? Da fehlen 2 kleine Bogenschützen. Die könnte man schon reinhauen. Da wenigstens einer noch, oder? Ich habe keinen Bock, dass der andere angreift. Ja, einer reicht. Ich glaube echt, dass wir angreifen, weil der irgendwie nicht angreift. Mich wundert es eigentlich, weil normalerweise greifen die sau schnell an. Deswegen habe ich am Anfang richtig schnell gebaut. Aber mittlerweile bin ich echt nur noch dabei, mich immer auszubreiten. Ich bin noch ein bisschen besser wie er, aber da komme ich nicht hinterher. Sobald ich stärke, ich habe halt stärkere Einheiten. Wir sind gleich auf. Das wird schon interessant, wie hoch, wie lang der Battle geht. Nee, einfach, das ist wieder Level 3, genau, ist klar. Habe ich da eigentlich geguckt, was reingegangen ist? Level 3, ist klar, nee. Du gehst sofort dahin. Du gehst sofort dahin. Du gehst sofort dahin. Du gehst nochmal dahin. Du gehst auch nochmal dahin. Und dann schauen wir mal, was hier so reingehen hier. Huch. Wo gehen die denn hin? Na? Achso, der geht da rein. Ist okay. Genau, jetzt habe ich dort einen drin und dann kann der rausgehen, bitte. Level 3, ich fasse es nicht. Du gehst da rein. Ach, verdammt, du gehst wieder raus. Also brauche ich noch einen Bogenschützen, bitte. Einen Low-Bogenschütze. Sowas wie dich. Bitte da einmal hingehen. Bitte einmal reingehen. Ah, Bogenschütze, bald habe ich das Gefühl, dass ich keine Low-Bogenschützen mehr habe. Weil ich habe Bogenschützen jetzt nicht allzu viel. Jetzt wird es echt kritisch. Da haben wir noch einen. Ja, da gehen schon wieder nur die besten Bogenschützen rein. Das nervt mich schon wieder eigentlich. Haben wir da überhaupt? Ja, 4. Ach Gott, das will, die musst du erstmal finden. Da ist einer, glaube ich. So. Dann. Schwertkämpfer. Raus, raus, raus. Du. Zurück. Schön zurückgehen. Jetzt rein. 1, 2, 3. Level 1. Und dann kann die 3, 3,
Drei, ja genau, alle drei. Ist klar. Ich fasse es nicht. Schön zurückgehen. Dann brauche ich drei Bogenschützen. Schwert. Dann kann der auch zurückgehen. Dann brauche ich noch einen Bogenschützen. Ist das da? Jawohl, ist noch ein Bogenschütze. Hoch mit dir. Wenn der oben ist, dann kann ich die auch wieder auffüllen. Oh, warum habe ich plötzlich so viel Fleisch? Was geht denn jetzt ab? Oh, Kohle. Das erste Mal, dass sich hier Kohle stapelt. Das erste Mal. Weil der kein Silber mehr hat. Oh Gottchen. Ich glaube, die kommen langsam nicht mehr hinterher. Ja, schönes Gimmick. Gimme, I heart. Oh, nice. Vier wieder von den Alter, jawoll. Es wirkt aber nicht größer, ne? Egal wie viel ich herstelle, es wirkt einfach nicht größer. Und jetzt überlege ich gerade echt, ob ich wieder viele von denen. Aber selbst da fehlt mir mal. Mir fehlen einfach Schwerter. Weil mir gerade echt Ding fehlt. Ich überlege gerade echt nur Mengen zu bauen. Also jetzt komplett die Stufe 2 und 3 aufzuhören und nur kleinen Kacke auszubilden. Und die Folge habe ich schon wieder nicht gekämpft, ey. Also dieses. Das zieht sich hier. Gut, aber bei dem bin ich schon gut drüber jetzt. Bei denen komme ich näher, aber ich glaube trotzdem, dass ich stärker bin. Ich glaube, dass ich stärker bin. Aber ich muss auch bedenken, wenn ich den angreife, muss ich seine Häuser besetzen. Und da verliere ich ja auch nochmal Truppen, ne? Also ich hätte schon gern mehr Truppen. Aber ich habe schon viele starke. Das ist über 20 von denen. Die hauen doch drei von den Kleinen weg. Von denen. 1, 2 noch. Ich habe halt nur so Angst, dass wenn ich ihn angreife, dass er mich angreift. Aber was haben wir hier? Größten Felsbrocken und Munition kann hergestellt werden auf den Gegner. Hm. Brauche ich aber eine Munitionsmanufaktur. Soll man da eins bauen? Ich überlege gerade. Man kann sich's ja mal überlegen. Komm, hau eins raus. Ah, da brauche ich auch eine Munitionsmanufaktur, das habe ich schon gesehen. Das erste Mal, dass sich das hier lohnt. Holz haben wir. Ich habe so viel. Ich kann eigentlich so viel bauen, wenn ich will. Oh, ich kann noch mal ein Haus bauen. Das merke ich, das sehe ich schon. Aber nicht hier, eher da oben. So, herein spaziert. Level 1. Hey, stand da gerade Level 3? Nee. Level 1, gut. Sehr schön. Und hier einen kleinen Turm zum Verbinden oder soll man das vielleicht die... Habe ich überhaupt noch Papier Pioniere? Habe ich noch Pioniere? Fischer, Müller, Bäcker, Heiler, Tempelier, Wagenbauer, Schiffsbauer, Pioniere. 5. Wo sind die überhaupt? Das einer.
Ich weiß gerade echt nicht. War nicht hier irgendwas? Ist ein Geologe? Ich brauche den. Eigentlich brauche ich keine Geologen mehr. Aber es sind meine Pioniere. Ich weiß es echt nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Die werden sich schon irgendwo rumtreiben. Haben halt Feierabend gemacht. Sind in Rente gegangen. Das ist immer blöd jetzt. Ah, guck, da sehe ich genau, wie viel ich habe. Hier kann ich insgesamt gucken. Der Pult wurde fertiggestellt. Oh, ein Kriegsschiff. Ach, ich könnte also auch einmal rumfahren und von der anderen Seite angreifen. Oder von beiden Seiten, sodass er nicht... Boah, das wäre auch eigentlich taktisch gar nicht mal so blöd. Aber ich habe eh gerade keine Munition, ehrlich gesagt. So, deiner, der ist bewegt. Das fährt von alleine. Hat einen Motor. Hat einen eingebauten Motor. Ist klar. Yo, cool. Ich habe einen Katapult. Ach ja. Aber jetzt kann ich da durchschalten irgendwie. Durchschalten? Gut, also das ist vorbei. Den kann ich abreißen. So. Ah ja, der hat einen Sender, Gott sei Dank. Warum fehlt dem irgendwas? Das stimmt doch gar nicht. Munition wird für Waffen. Genau. Und Stein. Ach. Nicht, dass der Schwefel braucht. Muss ich mal ein paar Schwefelminen bauen. Das wird noch interessant. Ob der Schwefel braucht. Aber ich wollte jetzt immer noch gucken. So, Geologe. Wo ist eigentlich der hin, den ich da hochgeschickt habe? Ist der noch unterwegs oder was? Da bullt der immer noch hier unten. Das ist ja mal blöd. Geh doch mal hoch. Was ist mit dem? Aha. Aha. Da stand einer so blöd in der Gegend rum. Und da ist noch einer, oder? Aha. Jetzt haben wir es langsam. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist noch einer. Der kann da mal hingehen. Den Hammer, den Hammer, den Hammer, den Hammer. Und ach, der steht direkt daneben. Gut, jetzt haben wir wieder alle. Mich schon gewundert. Eisen. Sollen wir noch mal Eisen machen? Aber ich habe eh so viel Eisen, eigentlich. Ich überlege echt hier vielleicht nochmal so ein Schmelz und noch eine extra Kaserne zu machen.
Aber die Kohle fehlt mir. Wobei die Kohle jetzt so langsam kommt. Und mir eigentlich echt vielleicht eine extra Geschmelze fehlt und so. Ich glaube, ich teile das jetzt echt auf, dass ich hier nochmal eine Schmelze baue. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Da baue ich nochmal bei... Oh, Kohle. Was soll's, Alter? Ich haue jetzt da raus. Kohle, dann nochmal Eisen. Was soll der Geiz, ehrlich? Lieber mehr als zu wenig. Lieber zu viel als zu wenig. Und danke fürs Zuschauen. Die Folge ist wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Spielt fleißig weiter und ciao.